Moin da und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker DOS. Wir spielen heute etwas Besonderes, ja? Etwas bisschen anderes. Wir machen jetzt nicht weiter mit dem Abenteuer. Wir schauen uns heute ein Level an. Und zwar vom guten Hunter Hack. Ein Kumpel von mir. Der hat nämlich ein paar schöne Level gemacht. Ich dachte mir, da kann man sich doch bestimmt mal was von angucken. Vor allem dieses hier. Jetzt. Also es geht um dieses hier. Yoshi's Ghost Forest. Und ich guck mal, ob ich das schaffe. Das ist relativ schwierig. Wir werden relativ viel schneiden müssen. Aber es ist nicht schlimm. Wir versuchen es einfach mal. Gucken einfach mal rein. Und ich guck mal, wie weit ich im ersten Versuch komme. Es wird nicht weit sein. Ja. Ich glaube, da habe ich verkackt. Als allererstens muss man hier abspringen. Ja, okay. Dann auf das 4 rauf und dann diesen On-Schalter da bestimmt mit dem. So. Ja, genau. Genau. Und dann muss man hier aber auch schon wieder mitnehmen. Gut, gut, gut. Kriegen wir hin. Na, das war ja schlecht. Und ich weiß nicht, ob man. Ich glaube, danach muss man abspringen von Yoshi. Also, ich habe mir das Level. Oh, wow. Wow, das war schlecht. Ich weiß nicht, wo man dann hinspringen muss. Ja. Ja, genau. So. Du kleiner Ficker. Als ob einfach. Als ob das da runterfällt. Okay. Okay. Und dann muss man schon weitermachen. Aber was. Okay. Okay, ersten Bereich verstanden. Das ist wichtig. Das Ding ist nämlich, ne, generell, wie schon gesagt, schwieriges Level. Aber wenn man so lange, also weil man es schon verstanden hat, dann muss man es ja eigentlich nur noch schaffen. Und dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Nee. Ne? Hä, dann ist man doch viel zu langsam. Als ob das the way ist. Ah, okay, okay, ich hab's. Ich hab's, glaube ich. So. Das war schlecht. Ich muss diesen Powerblock, ich muss ihn nicht betätigen, ich muss ihn mitnehmen und auf den Thwomp schmeißen. Damit der nicht, also, glaube ich. Damit genau das nicht passiert. Weil wenn das passiert, dann haben wir verkackt. Also ich muss ihn quasi mitnehmen. Ich könnte mir auch das Video angucken, wo er das schafft, aber... Nein, nein, nein. Aber das ist ja zu langweilig, ne? Das ist ja wack. Das heißt, das machen wir einfach mal nicht. Okay, okay. Das muss aber gehen. Ja, ja, ja. Genauso. Genauso. Dann quasi den Powerblock nach oben, damit der Turm nicht darauf fliegt. Und dann... Ja, 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 ja. Und jetzt hier rauf und... sterben. Ah, okay. Okay. Okay, erster Bereich geschafft. Ich weiß tatsächlich nicht, wie lang das Level ist. So. Nein, darauf, genau. So, da... Ah, fuck. Okay, und dann kommt da oben ein Trampolin. Denke, das muss ich auch mitnehmen. Ja, okay, das klappt. Ah, darauf und dann wahrscheinlich darauf. Ja. Mann, diese behinderten... Alter, diese fucking Laufbänder, ne? Wie oft ich jetzt schon da so runtergefallen bin. Das fuckt voll ab. Ja. So. Ey, komm, mach doch einfach einen blöden Jump auf diesem Kackding. Hat Yoshi gerade die Münze gegessen? Du sollst den P-Switch essen, Alter, nicht die blöde Münze. Alter, das klappt mittlerweile richtig gut. Ja. Okay, 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 okay. Okay, so geht das da weiter. Ja, da muss man wahrscheinlich... Also entweder muss man das mitnehmen, das Trampolin. Das glaube ich nicht, weil wie soll man das mitnehmen? Oder? Oder man muss quasi echt da drauf landen und... Ja. Dann mit Yoshi...
Shit. Damit Yoshi draufspringen? Oh, okay, okay. So war das definitiv nicht geplant. Alles funktioniert so. Okay. 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 Keine Ahnung, was ich da machen muss. Hey, jetzt mal for real. Ich glaube, ich habe das Level ein bisschen... Also ich glaube nicht, dass das so geplant war. Ich glaube, da muss man irgendwas anderes tun. Ja, okay. 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 Was? Warum ist dieses Vieh weg? Da war so ein Vieh. Okay, ich muss da, glaube ich, echt gleich weiter rennen. Mann, fuck, ey. Ah, okay, aber was zur Hölle soll ich da machen? Shit. Also, ich glaube, ich muss diesen Shell losschicken. Dass ich da irgendwie später einen Jump drauf machen muss. Das ist, glaube ich... Oh, fuck. Ich glaube, das ist schlecht. Ja. Naja, dann... Ich muss mich mal überraschen lassen, was da auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung, wie das da aussieht. Das ist halt das Problem. So. Ey, du Penner! Was? Du alter... Du Arschloch, Alter. Mann, diese behinderten Laufbänder. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich an den Dingern immer scheitere. Oh. Alter, bau bitte diese behinderten Laufbänder nie wieder ein. Ich krieg einen Rappel. Das ist nicht wahr. Oh, komm, ey. Wenn's beim ersten klappt, klappt's beim zweiten nicht. Das ist doch nicht wahr. So. Okay, okay, ich muss nicht auf dem springen. Ich muss den einfach losschicken. Okay, das ist entspannt, glaube ich. So, da muss ich nicht viel machen. Außer, dieses verfickte Laufband. Ey, jetzt mal wirklich, das ist nicht wahr. Das regt einfach, das ist einfach Betrug. Weil ich ganz klar noch auf diesem Ding bin, aber der zählt das nicht mehr oder so. Keine Ahnung, warum. So, ich habe das Gefühl, ich bin jedes Mal so ein Frame nicht mehr auf diesem behinderten Laufband. Oh. Yay. Alter, ich kriege einen Kotzreiz. Das kann doch nicht wahr sein. Spring von diesem behinderten Laufband. So. Los und... Nee, so nicht. Ich würde sagen, los und einfach springen. So, ich glaube, mehr muss ich da echt nicht tun. Und wenn doch, sehen wir es später. Digga, ich hau gleich irgendwas kaputt. Das ist echt, das macht mich gerade echt aggressiv. So, weil, also, der Rest ist okay, ne? Da kann ich meine eigene Dummheit darauf zurückführen. Aber diese Scheiß, diese Laufbänder machen mich so fertig, weil das halt einfach behindert ist, dass ich auf den nicht springen kann. Da fühle ich mich einfach vom Spiel verarscht und das ist dann das Problem. Das ist halt nicht irgendwie meine Schuld. Anscheinend irgendwie. Sondern dieses Spiels, glaube ich. So, ich springe jetzt einfach und guck mal, was passiert. Ja. Ich frage mich, ob ich da Yoshi opfern muss. Ich kann es mir vorstellen, weil ich halt keine Ahnung habe, wie man da sonst weiterkommen sollte. Auf der anderen Seite. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl. Alter, das ist voll leicht schießbar. Ist das wirklich? Das ist nie so gewollt, oder? Oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott. Okay, kein Problem. Ich glaube, da muss man Yoshi killen. Ja. Nein. Ich glaube, ich brauche da Yoshi. Aber wie bekomme ich da Yoshi hin? Also, es sah halt so aus, weil es da so aussah, als müsste ich Yoshi opfern. Also als musste ich an der Stelle von Yoshi abspringen, nachdem ich von Yoshi abgesprungen bin. Weil ich dachte, man muss ihn opfern. Aber wie an dieser Stelle? Ah, ich glaube, ich habe verstanden, wie man das wirklich machen soll. Ich glaube, man soll mit Yoshi das Trampolin essen. Kommt man da ran? Also, ich meine, es würde jetzt eh nichts ändern. Aber an der Stelle.
Da kommt das Trampolin runter. Ich glaube, man soll das essen und dann ausspucken gegen die Wand, dann von Yoshi abspringen und das Trampolin benutzen, während das in die Grütze fällt. Ich probiere das einfach mal. Vielleicht ist das einfacher, ich weiß es nicht. Okay, das hat irgendwie nicht geklappt. Aber irgendwie, glaube ich, genauso soll man das machen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Obwohl, warum eigentlich? Ich meine, ich glaube, genauso wird es funktionieren sollen. Aber es klappt ja auch so, ne? Na, es klappt doch nicht so. Aber im Endeffekt klappt es auch so. Von daher, warum sollte ich mir die unnötige Mühe machen, da irgendwelche extra Jumps zu machen? Wenn es auch einfacher geht. Wo ist Yoshi? Wo ist Yoshi hin? Yoshi ist weg. Wieso ist Yoshi weg? Wer hat Yoshi entführt? Und wohin? Ich dachte mir so, oh, ja, hat ja doch geklappt. Und ich merke einfach so, Yoshi kommt nicht. Na gut, nochmal. Oh, das ist unlucky. Das darf nicht passieren. Aber kann ich vielleicht Yoshi... Der spuckt ja Feuer. Vielleicht... excuse me. Vielleicht kann ich ja mit Yoshi die Piranha-Pflanze kaputt feuern. Und dann brauche ich dafür den Pow-Block nicht opfern. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber dann habe ich den wenigstens. Vielleicht kann ich da irgendwie draufspringen oder so. Wie schon gesagt, wenn der im Sumpf quasi versinkt. Vielleicht bringt das irgendwas. Irgendwas muss ich ja machen. Sonst ist bei dieser Münze muss ich, glaube ich, irgendwas ausspucken, wegwerfen. Wahrscheinlich entweder ausspucken oder wegwerfen. Nice, Mika. Ja, also irgendwas muss ich da machen. Ich guck mal. Ah, ich hab mich immer gefragt, warum bei dem Fließband keine Münze da rechts ist, ne? Guckt mal, bei dem Fließband ist ganz rechts eine Münze, so da soll man springen. Die ist bei dem anderen auch. Aber durch den Powerblock wird die weggemacht. Das ist lustig. Aber doch, das geht. Es war nur ein bisschen zu tief, oder? Aber sonst geht das, glaube ich. Also da kann man... Ich glaube, das geht. Was mir das bringt, weiß ich noch nicht. Du kleiner Hurensohn. Aber es geht. Oder ist das genau... Oder ist es perfekt so hoch, dass es eben nicht geht? Das kann auch sein. Das wäre eklig. Aber mal gucken. Nee, das ist falsch. Irgendwas mache ich da falsch. Ich glaube legit... Okay, das ist mir auch noch nie passiert. Ich glaube, ich muss den da killen und dann... Aber was dann? Was ist hier? Ist nicht, ich habe gar nichts mehr. Ich muss da irgendwas haben, aber ich weiß nicht was. Sonst wäre da diese Münze ja nicht. Ich sehe da keinen anderen Weg. Ich sehe da leider wirklich keinen anderen Weg, als... die Pflanze da wegzuballern, also wegzublasen mit Feuer. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Warte, ich habe eine Idee. Das habe ich gerade gesehen. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, wie man die Pflanze los wird. Ja, ich weiß es. Ich bin mir sicher. Oh, nicht wahr. Das war ein Stückchen zu hoch. Oh, shit, aber so geht das. Man kann ja auf dem Weg nach unten einfach auch noch einen loslassen, einen so einen Feuerball. Und mit dem kann man dann dieses Scheißteil ja wegmachen. Das geht. Dann haben wir schon mal einen weiteren Anhaltspunkt. Wo ist Yoshi schon wieder? Warum verpisst du dich immer? Ja, ja. Nein. Aber doch, doch. Warte. Okay, dann muss man ihn, glaube ich, echt einfach fallen lassen, den Powerblock an der Stelle. Okay. Aber, I got it. Ich weiß, wie man da durchkommt. Gut. Ho. Das Mysterium ist gelöst. Okay, warte. So. Ja, genau. Fallen lassen. Und dann kommt man weiter. Wie man weiterkommt, weiß ich noch nicht. Ist aber nicht schlimm. Einfach fallen lassen. Fallen lassen und dann versuchen, an diesem Stachy vorbeizukommen. Kann man nicht da drauf landen. Oh, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. WTF! Woran zerschellt der Powblock?
Excuse me, das ist doch ganz klar der Turm, oder nicht? Was ist das Problem des Turmes, Alter? Das ist mir jetzt schon mega oft passiert. Und es fuckt mich gerade mega ab, weil ich keine Ahnung habe, woran dieser behinderte P-Switch da kaputt geht. Ich hab irgendwie mega viel Momentum an der Stelle. Oh mein Gott, ich weiß, wie man da weiterkommt. Ich sehe es gerade. Ach du Scheiße. Ich habe gerade gesehen, was da noch kommt und wie das passieren muss, glaube ich. Habt ihr den Twomp gesehen? Da war so ein Twomp. Das ist schon wieder... Es ist schon wieder... Das ist doch ein Scherz, oder nicht? Woran zerschellt das Scheißding? Ich glaube tatsächlich, man muss legit den Powerblock unter dem Turm platzieren. Also quasi fallen lassen, dass der direkt unter... Was mache ich da? Dass der direkt unter dem Turm landet, dann auf den P-Switch springen, auf den Powerblock springen, vom Powerblock abspringen und dann, habt ihr gesehen, kommt da ein Mancha, der den Weg versperrt. Und der Turm wird dann den Powerblock aktivieren, damit dieses Mancha zerstören und dann müssen wir da reinspringen. Boah. Alter Falter. Okay. Kriegen wir hin. Das heißt so. Und dann nicht in diesen verfickten Stachel, Alter. Was ist denn mit diesem blöden Stachel los? Ich glaub's einfach nicht. Komm. Na, das ist zu wenig gewesen. Das war noch nicht genug. Ein bisschen mehr Momente muss man auch aufbauen, damit das Ding weiter fliegt. Und dann irgendwie drauf landen und einfach wieder runterspringen. Aber ihr habt gesehen, wie es... Also, ihr versteht, wie es gewollt ist, ja? Also spätestens, wenn es dann im Video passiert. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schon dabei bin. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Können eine Stunde sein, können eine halbe Stunde sein. Können aber auch 3 Stunden sein. Okay, eine Stunde, denke ich schon, bin ich jetzt mittlerweile dabei. Aber keine Ahnung, ob schon 2. Nein, Alter! Fuck! Ah! Oh, so knapp! Oh, ich hätte irgendwie schneller sein müssen an der Stelle. Fuck, ey! Das war's! Das war's fast! Das war... Oh! Jetzt kommt Pro-Spruch. Bis zu der Stelle, an der ich verkackt habe. War's gut. Fuck, ey. Fuck. Komm. Oh, mein Gott, Alter. Oh, das sind mir viel zu viele Versuche, die bis zu dieser Stelle gehen. Oh. Verfickte Scheiße. Dieser behinderte Turm kommt viel zu schnell runter. Ja! Oh! Verfickte Scheiße. Endlich. Danke, ey. Heilige Scheiße. Cool. Wow. Wow. Oh, gut. Nice. Digga. Endlich, Alter. Da ist die Level-ID. Macht selbst. Geiles Level. Echt geiles Level. Wirklich sehr schön durchdacht und alles. Hat echt Spaß gemacht. Oh, verfickte Scheiße. Endlich, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Als nächstes machen wir Save the Ice Cycle. Dann können wir die gleiche Abschlussrate. Das habe ich ja schon geschafft. Es hat sogar nur viel schlechter, es hat nur 10%. Das hat eine Stunde gedauert. Ja, ne? Also wir haben hier noch ein paar. Aber das habe ich jetzt, vor allem, weil ich das ja quasi blind gespielt habe, ist das halt, finde ich, war das halt sehr
sehr schön, dass ich es geschafft habe, weil... Oh ja, wie schon gesagt, ich habe mir das einmal angeguckt vorher. Das ist auch schon ein bisschen her. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und deswegen hat das Ganze auch ein bisschen länger gedauert, aber das ist okay. Es hat geklappt. Und jetzt kann ich stolz auf mich sein. Oh. Alles klar. Dann danke sehr fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Super Mario Maker. Oh, das nächste Mal mache ich wieder weiter mit dem Abenteuer erstmal, bevor ich hier irgendwas weitermache. Okay, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Alter, wirklich. Ich sehe schon wieder sehr viel Arbeit auf mich zukommen. Und sehr viel Arbeit auch hinter mir. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke sehr. Fürs Zusehen, bis dann. Ciao mit Ö.